Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner, willkommen zu einem neuen Video. Es ist 7:45 Uhr, das heißt jetzt geht es erstmal in die Schule und danach wird ausnahmsweise mal das Gym geskippt, denn heute geht's in die Kletterhalle zum ersten Mal im Leben. Mal schauen, wie ich mich anstelle. Ich denke mal, dass ich nicht der Beste im Klettern bin, das weiß ich auch so. Also ja, ich bin gespannt, wie ich mich schlagen werde. Viel Spaß im Video. Wir sind jetzt schon in der Kletterhalle, Schule ist vorbei und richtig unangenehme Schuhe an. Sind noch mega sexy. 46er sind echt eng, aber ich hoffe mal, dass ich gescheit klettern kann. Zuerst, wir starten mal da, bei so einer Boulderwand. Mal schauen, wie ich mich schlag. Wir sind jetzt schon fast tot, das war jetzt meine erste Runde. Jetzt probieren wir mal nicht so weit rauf zu klettern, also möglichst weit unten zu bleiben. Ist bei meiner Größe eher schwierig, aber mal schauen. Ja sicher. Was glaubst du? Ich bin ja viel zu hoch da unten vielleicht noch. So, jetzt schaut sich, dass ich mehr Abstand zwischen euch kriegt. Der hintere ist verantwortlich für Abstand. Das ist ja schon die vierte Reihe, gell? Nicht nur die dritte. Nein. Jetzt müssen wir da, wo die rechte Hand war, mit der linken Hand dann drauf und dann so weiter klettern. Also auch nicht gerade einfach. Ja,
I'm speeding. John Seeking. Dream chase while you sleeping. That's the reason brothers be peeking. Brother, I'm peeking. I'm speeding. John Seeking. Dream chase while you sleeping. Yeah, that's what brothers be peeking. Yeah, what's that? Schüler kann ich. Schüler kann ich. Wir haben jetzt mal Gürtel bekommen. Jetzt geht's mal da oben rauf. Nicht nur auf die Pussywand. Kitzelt ein bisschen, wenn man ganz oben ist. Aber ist auf jeden Fall richtig geil, muss ich sagen. We'll be right back.
wieder zu Hause. Ich muss sagen, es war ganz schön anstrengend. Ich spüre meine Arme gut, den Rücken auch, Brust eher weniger. Aber ja, ich gehe halt auf jeden Fall nicht mehr trainieren. Würde mich sonst zu sehr K.O. machen, meine Finger sind einfach tot. Und meine Unterarme sowieso. Deshalb baue ich jetzt sozusagen ein Rest Day ein, weil sowieso anstrengend genug. Morgen dann Beine und dann am Freitag wieder Oberkörper. Und jetzt brauche ich erstmal was zu essen. Natürlich gibt es einen Laugenwecker oder auch Fußballwecker genannt. Oder Brötchen. Dann ein bisschen Gouda, Extrawurst und Philadelphia. Boah, ist das geil. Langsam fühle ich mich lauchig, deshalb wird jetzt erstmal gekocht. Hier einmal 350 Gramm Lachs sogar. Da eine heftige Portion Gemüse. Und hier ist auch schon Reis gemacht. Das heißt, nur mehr Lachs in die Pfanne und dann kann ich gleich essen. Ich freue mich schon richtig drauf, habe jetzt schon lange nichts mehr gegessen. Wobei vorher das kleine Weckerl, wie man in Österreich sagt. Aber ja, dazwischen war eine lange Pause. Ich habe, glaube ich, um 11 mein normales Frühstück gehabt. Und dann um 17 Uhr dieses Weckerl eben. Und jetzt ist es halb acht. Fuck, es ist halb acht jetzt. Also jetzt gibt es erstmal Abendessen und vielleicht gibt es nachher noch eine Kleinigkeit, auf jeden Fall einen Shake. So, der Essen ist fertig. Dazu gibt es zwei Soßen und zwar einmal die von Rocker, die Knoblauchsoße, die ist schon echt gut, hat nur 15 Kalorien auf 100. Aber leider, gegen die kommt fast keine Soße an, hat zwar fast 20 mal so viel Kalorien, also 280 Kalorien, glaube ich, die hat nur 15. Wie die andere, aber schmeckt einfach nur beste zu allem, eigentlich zu Lachs, zu Fleisch, zu was auch immer, was ihr immer dazu essen wollt. Also gegen die kommt sie noch nicht ganz an, aber die schmeckt schon echt richtig, richtig gut für die Kalorien auf jeden Fall. Das Essen war echt geil, aber ein bisschen wenig, muss ich sagen sogar. Obwohl es eigentlich relativ große Portionen waren, bin ich nicht ganz voll. Leicht gesättigt, nachher geht es noch ein bisschen weiter mit Essen, vielleicht noch Brot. Auf jeden Fall Shake und noch ein paar Kapseln von Rocker. Werdet ihr aber gleich nachher sehen, jetzt erstmal ein bisschen entspannt, Bachelor geschaut und wir sehen uns gleich wieder. Als letztes für heute gibt es nochmal 4 Butterbrote, 5 Kapseln von Once a Day und einmal Rocker Protein Shake im Geschmack Chocolate Shock diesmal. Das war's auch dann mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir das Klettern auf jeden Fall viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War ziemlich lustig. Hätte ich nicht gedacht. Anstrengender auch als gedacht. Aber ich probiere gerne neue Sachen aus. Also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ich als nächstes ausprobieren soll. In der Infobox ist natürlich auch der Rocker Shop verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Gönnt euch ein paar Sachen. Die Smacktastic Cream konnte ich leider noch nicht ausprobieren, die kommt erst in die nächsten Tage. Habe ich mir Peanut und Schoko bestellt, also zusammen gemischt. Ich hoffe, das ist richtig geil, hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es schmecken wird. Gebt auf jeden Fall ein Like dem Video, schreibt es einen Kommentar, wie gesagt, abonniert mich auf YouTube und auf Instagram. Freut mich, wenn euch die Sachen gefallen, die ich mache. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.